Du musst mir einmal eben erklären, was der Codex Albiricus ist, sonst verstehe ich das nicht. Mir hat das gut gefallen, wo sie in der Kneipe gesessen haben. Das war sehr schön. Ja, das war der beste Teil davon. Aber mir... Euch ist verboten, jemals wieder Witze zu erzählen. Ich fürchte auch. Nun gut, es war ein Versuch wert, um die Stimmung zu heben. Och, ich fand den Witz eigentlich... Also, ja... Halt Gildenmagier, nicht wahr? Verstehe ihn nicht. Ich hab's auch nicht verstanden, Mandarion. Das ist gar nicht schlimm. Der Codex Albiricus ist die Gesetzessammlung betreffend die Gildenmagie. Es ist ein dickes Buch. Ja, total unnötig eigentlich. 7 dicke Bücher. 7? Was? Natürlich ist es nicht unnötig. Es regelt die Anwendung von Magie in unseren zivilisierten Landen. Ja, aber das kann man doch auch regeln, indem man miteinander spricht und bei der Ausbildung erklärt bekommt, was im Sinne der elementaren Harmonie ist und was eben nicht. Aber jetzt stell dir vor, du würdest all das niederschreiben, hast du ganz dicke Bücher und das ist der Codex. Aber man kann so etwas nicht aufschreiben. Man weiß doch, kann man, indem man einfach ein Papier nimmt und es aufschreibt. Also eigentlich... Wolltags, ihr versteht nicht, dass wir nicht die Zeit haben, die euch Zwergen zuteil ist. Ach ja, Ja, Mandarion, die haben einfach keine Zeit. Die sind sehr ungeduldig. Doch müssen sie alles aufschreiben. Deswegen bedient ihr euch also so seltsamer Zauberei. Genau. Ihr habt nicht die Zeit, das richtig zu machen. Genau. So sieht's aus. Aber wollen wir wirklich noch so lange hier sitzen bleiben, bis sich eure Rohr ja wieder öffnet? Denn wir müssen den Namen von diesem Drachen finden. Wir müssen erstmal ein Problem nach dem anderen lösen und wir müssen erstmal das Problem lösen, dass ich jetzt das erste Mal seit Wochen gefühlt in einem vernünftigen Bett geschlafen habe. Ja, das ist fantastisch. Praktisch. Und hier können wir sowieso nichts wegen dem Drachen machen. Außerdem, ich denke, hier ist, glaube ich, genau der richtige Ort, wo wir etwas wegen dem Drachen machen können. Ich denke, weder unsere werte Weißmager noch unser frisch gebackener Schwarzmagier haben irgendeine Ahnung, wie man wahre Namen herausfindet. Doch, eigentlich ist das ganz einfach. Sagt ihr, den wahren Namen kann man in diesem Warung stehlen? Ja, wisst ihr, was ein wahrer Name ist? Natürlich. Ich habe einmal dabei zugesehen, wie eine Magierin einen wahren Namen herausgefunden hat. Und es ist nicht ein Name, es ist ein gewaltiges... wie beschreibe ich das am besten? Ein gewaltiges Bildnis mit sehr vielen Malereien gewesen, die... ineinander verflochten waren, und das muss man irgendwo auch verstehen, damit man herausfinden kann, wie dieser Name angewendet wird. Das ist etwas Hochmagisches, von dem ihr überhaupt nichts versteht, aber wir sind hier in Boonin, wo es eine Magierakademie gibt, wo es Leute gibt, die vielleicht etwas davon verstehen. Es erscheint mir unnötig kompliziert, so etwas aufzuschreiben. Weil wir allerdings diesen Namen brauchen und er nicht anders verfügbar ist, weil es nicht einfach ein Name ist wie Alrik, den er ausspricht. Ist es nötig? Aber natürlich spricht man ihn aus. Kiaras, ich habe eine Frage. Also, angenommen, dieser hässliche, dumme Drache hat so einen wahren Namen, der ein Gemälde ist. Wollt ihr dann auf die Kugel dieses Gemälde abpausen? Nein, ich glaube nicht. So wird das getan. Ich habe mittlerweile zweimal dabei zugeschaut. Einmal bei einer Arche und einmal bei diesem... dieser Knolle mit dem Kessel. Es ist nicht einfach, dass man einen Namen versucht herauszuziffern mit ein, zwei Buchstaben hintereinander und dann einfach einen Namen sagt und es passiert. So funktioniert das nicht. Wieso muss ich eigentlich euch erklären, wie Magie funktioniert? Nein, ich wollte dir erklären, dass es folgendermaßen ist. Der wahre Name ist nicht einfach irgendein Gemälde oder irgendetwas. Es ist schiere Essenz dessen, was ist. Ja, und wir wissen, keiner von euch weiß, wie man es herausfindet oder wie man es entziffert oder wie man es überhaupt darstellt oder überhaupt eingravieren könnte, diese Kugel. Wenn er sich offenbaren will, wird er sich offenbaren. Und ansonsten setzen wir uns hin und meditieren und überlegen. Aber was er wünscht, bitte hilf mir. Was er sagt, ist doch gar nicht doof. Ich meine, wenn wir jetzt in diesen Wahrungen tatsächlich sind und dann ist da irgendwie so ein Artefakt, das ist irgendwie so eine riesige Steinwand. Und da steht Teil von diesem wahren Namen drauf. Wäre es dann nicht ganz gut, wenn ihr das davon irgendwie einfach ablesen könntet, anstatt mir die Wand wegtragen? Wie gesagt, ist eine komplexe Struktur, ein wahrer Name. Eine dreidimensionale Struktur, die
teils physisch, teils psychisch existiert. Ja, und wenn es wirklich unsere Intelligenz überschreitet, was ich nicht glaube, denn wir sind hier doch ganz clevere Kerlchen, würde ich mal meinen, dann rufe ich einfach die Elemente um Hilfe an. Die werden das dann schon richten. Nein, werden sie nicht. Vor allem nicht, wenn wir in Wahrung sind, wo alles von Dämonen nur so wimmelt. Da gibt es keine reinen Elemente. Es ist unsere einzige Chance, einen Teil des wahren Namens zu erfahren. Deswegen jetzt, wo wir in Punin sitzen, der Akademie, die dafür bekannt ist, mit Theorie zu arbeiten, können wir eventuell um Hilfe bitten, wie man einen solchen Namen entziffert und auch ernten kann oder was auch immer wir in Wahrung tun wollen. Wer wollte Sie fragen? Ich? Ein Sarun, die Weißmagierin unter uns, die immer noch, naja, einen guten Ruf hat. Die mit uns herumzieht? Nun, sie kann es gern probieren, aber wie ich diese Bibliothekar kenne, werden sie einen Dreck tun. Was sollen wir stattdessen machen? Hinrennen und auf gut Glück hoffen, dass irgendwelche Elemente oder Meditation uns helfen, so wie unsere anderen Magieanwender hier meinen, dass es möglich sein könnte. Also der junge Magier in Romulus, der war ganz fähig und kompetent, Sachen herauszufinden und Sachen zu sehen. Ich würde mal ihn um Rat fragen. Der weiß das bestimmt besser. Ihr könnt gern diese Sesselfurzer fragen, aber sie werden euch nichts erzählen. Doch, der hat mir viel erzählt. Das war ein sehr, sehr netter Mann, mit dem ich gut Gespräche führen konnte. Ja, erinnert euch, dass wir von ihm auch das Pendel bekommen haben. Also. Vielleicht sollte ich einfach ins Bornland gehen und die Magierin suchen, die eine Ahnung von dem ganzen Kram hat. Ich bin mir sicher, dass wir hier in der Akademie unsere Antworten finden werden. Zumindest soweit es die Gildenmagie sich mit wahren Namen beschäftigt hat. Ist denn irgendwo auf dem Weg hier noch so eine Akademie von deinen neuen Jungs, Abelmir? Die nächste ist in Lowangen. Das weit nördlich von hier. Das Mittelreich beherbergt selbstverständlich keine schwarzen Akademien. Sie die haben nächste Angst. Akademie ist tatsächlich auf der anderen Seite der Berge. Dann gehen wir da doch hin. Ja, Berge. Man geht nicht einfach durch diese Berge. Och doch. Nun, ich glaube, ihr nennt es Wandern, nicht wahr? Wie heißt das Gebirge nochmal? Lass mich nicht. Das ist der Raststuhlswall. Raststuhlswall. Ja, das ist relativ hoch, wenn ich mich nicht falsch erinnere, oder nicht? Ja, aber bestimmt finden wir ein paar schöne Höhlen und Stollen. Geografisch gesehen, die nächste Schwarzalkalinie ist Fasar, aber von dem, was ich von der Stadt gehört habe, wollen wir da nicht hin. Oh, da kann man gut Leute umbringen. Da habe ich auch gehört, gibt es wunderschöne unterirdische Anlagen. Und Zwerge. Ja. Und Assassinen. Ja, deswegen, ja. Da muss man öfter mal wen umklatschen. Nun, ich weiß wirklich nicht, was wir in diesem götterverlassenen Ort wollen sollen. Vor allem nicht, da wir in Punin sind, wo wir eigentlich alles Wissen zusammengetragen haben, was wir brauchen können. Richtig. Dann ja gut, wenn die uns das geben, dann ist er gut. Muss Isarun mal fragen gehen, also ich kann auch fragen gehen. Ich denke, Isarun, du solltest dann heute oder morgen einmal dort in die Akademie gehen. Soll jemand von uns dich begleiten? Selbstverständlich. Das wäre nett. Die Akademie in Punin ist durchaus anderen Magietraditionen aufgeschlossen. Ja, das klingt auch interessant. Nehmt das jetzt nicht falsch auf, aber das klingt ganz fürchterlich langweilig. In meiner Meinung. Aber ja, geht gerne hin. Was wollt ihr denn machen? Habt ihr schon eine Idee, Rafim? Tatsächlich noch einige Sachen, die ich mit euch besprechen wollen würde, bevor wir wirklich entscheiden, was wir vorhaben. Oh, gestern war ein sehr aufregender Tag, würde ich behaupten. Und eine Sache ist, glaube ich, ein bisschen zur Seite gefallen. Etwas, worüber Abelmir sich ja ein wenig mehr begeistert hat. Und zwar erinnert ihr euch, dass wir dem Boten gelesen haben, dass die horasische Kaiserin gestorben ist? Ja, dunkel. Ja, da war irgendwas. Was wollt ihr damit sagen? Nun, wir hatten ja schon bereits gesagt, was ist, wenn da schon wieder ein Bürgerkrieg ausbricht, wenn wir jetzt auch noch einen Krieg
hinter uns haben, können wir uns so etwas leisten? Und was würde so etwas bedeuten? Und Abelmir, du müsstest am besten wissen, wer war diese Amine Horas überhaupt? Aber was, darf ich mal fragen, was wollt ihr denn machen? Ich dachte, wir machen da nichts. Oder machen wir doch was? Das ist die Frage. Machen wir da was, dann machen wir da nichts. Wir können nichts tun. Sicher? Sicher. Wir sollten uns vor allem nicht in innenpolitische Sachen einmischen. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, glaube ich. Ja, ansonsten könnte ich nur anbieten, dass wir das Horasreich unter zwergische Generalverwaltung stellen, bis sie einen neuen... Ihr seid ein Witzbold, nicht wahr? Am frühen Morgen? Ach, das klingt doch vernünftig. Ja, ja. Ich verstehe den schon wieder nicht. Das war ein ganz schlechter Witz. Ja, das würde einen Bürgerkrieg verhindern. Die Tatsache ist, dass wir hier sind mit Rohaya und sie als Kaiserin hat gewissen Einfluss und nun, wenn also wir sie momentan können, ist sie erstmal noch Prinzessin. Tatsächlich, oder ja, Königin? Allerdings Königin, tatsächlich wäre es mit ihrer Hilfe möglich, Einfluss auszuüben. Ja, aber wir wissen doch noch gar nicht, ob da überhaupt was passiert. Vielleicht auch einfach alle zufrieden. Habe ich mir gefragt, wer war das überhaupt und wer sind die Anwärter und was könnte gegebenenfalls einen solchen Krieg auslösen? Nun, Amine Horas war die Kaiserin, die Horas. Sie hatte 3 Kinder. Der älteste Sohn ist der designierte Thronfolger. Allerdings sprach sich Amina für die Zweitgeborene, die Schwester des designierten Thronfolgers aus, als eigentliche Thronfolgerin. Und dann gibt es noch eine dritte Partei. Alle drei haben ihre, nun ja, Interessenlagen und Verbündeten. Von hier aus und selbst im Horasreich können wir nichts tun, um sie in irgendeiner Richtung zu irgendetwas zu bewegen. Im Gegenteil, wir könnten es eher noch schlimmer machen, wenn wir uns einmischen. Und das Mittelreich. Ja. In den Bürgerkrieg hineinziehen. Wie funktioniert denn so eine Kräuterung von dem nächsten Horas? Gibt es da etwas Bestimmtes, was man braucht? Es gibt ein Ritual. So wie eine Kaiserkrönung im Mittelreich. Ja, und was ist für dieses Ritual notwendig? Nun, eine Krone, die Thron, die Reichsinsignien. Ja, könnte man die denen nicht einfach wegnehmen und sagen, ihr kriegt die erst wieder, wenn ihr euch vertragt? Ihr habt keine Ahnung, wie Menschenreiche funktionieren, oder? Nein. Seht ihr, diese Throninsignien sind mit dem Thron verknüpft und verbleiben natürlich in der Schatzkammer. Kein Nachfolger hat darauf Zugriff. Nur wenn die Reichsversammlung, wenn man es auf Mittelreich übertragen würde, den Thronfolger bestimmt, wird der Horas gekrönt und ihm die Throninsignien übergeben. Aha, aber man könnte die Throninsignien also nicht entwenden. Nein, das könntet ihr nicht. Na gut, dann wäre mein Vorschlag nur richtig. Lassen wir doch erstmal die Horasia sein und kümmern uns um unsere ganzen anderen Probleme. Gut, dann wäre das ja beschlossen. Was wollt ihr noch besprechen, Karinor? Nun, tatsächlich etwas, was genau mit diesem Thema zu tun hat, weswegen ich es überhaupt angesprochen hat. Abelmir, schau dir das hier mal an. Ich schieb mal über den Tisch rüber das alles sehen können, einen Briefumschlag, auf dem ein Siegel ist. Das hier ist das Siegel der Horasloge. Interessant. Wie kommt ihr zu diesem Brief? Ich habe eine Einladung bekommen für einen Maskenball. Wisst ihr warum? Eine Loge, das ist doch so ein Geheimbund, oder nicht?
Nun, wenn mich meine Kenntnisse nicht täuschen, ist diese Loge, genau diese mit diesem Symbol, die Berater der Eurasischen Kaiserin gewesen. Und da sie jetzt nach dem Tod der Kaiserin mir einen Brief schicken und mich einladen, denke ich, ist das doch ein höchst kurioser Zufall. Das ist doch furchtbar nett von Ihnen. Es gibt keine Zufälle. Was habt ihr mit der Huras-Loge zu schaffen gehabt in der Vergangenheit? In der Vergangenheit? Noch nie irgendetwas. Dann mutet es seltsam an, dass sie euch einladen, nicht wahr? Genau deswegen spreche ich es doch an. Und, habt ihr den Brief schon geöffnet? Natürlich. Wie gesagt, es ist eine Einladung zu einem Maskenball in 3 Tagen. Ihr gestattet? Ich zeige auf den Brief. Er ist mein Zimmer. Ich kann ihn dir gleich zeigen. Aber um es kurz zu sagen, in 3 Tagen wird ein einjähriger Maskenball stattfinden und ich bin eingeladen mit Begleitung zu kommen. Es ist auch eine Adresse von einem Schneidermeister darin und es gibt eine Andeutung, die mich vermuten lässt, dass sie unsere Unterstützung suchen, einen der Anwärter zu unterstützen. Was können wir denn schon für eine Unterstützung zusichern? Wir gehören doch noch nicht einmal dem Reich an, abgesehen von Aber wir haben Einfluss. Ihr vergesst, dass wir mittlerweile bekannt werden, dass nicht nur unsere Feinde Aufmerksamkeit auf uns lenken. Was für ein Blödsinn, wir tun doch nur unsere Pflicht. Ja, aber antwortet mir eine Frage. Wie viele andere Leute haben bereits Heptarchen getötet? Darkus Sharp. Ja, richtig. Wie viele haben 2 getötet? Und wer hat eine Arche vernichtet? Und Drachen getötet? Allerdings gibt es ja auch diese Heptarchen gar nicht so häufig. Daran sollte man das vielleicht nicht festmachen. Ja, allerdings, da wir die einzigen sind, die nun bekannt dafür sind, 2 Heptarchen auf dem Gewissen zu haben, denke ich schon, dass gewisse Leute Interesse daran haben, uns kennenzulernen. Nun, außer es sitzt ein Heptarch im Horasreich, habe ich kein Bedürfnis, mich dort in die Politik einzumischen. Ich allerdings schon, denn auch wenn kein Heptarch im Horasreich sitzt, wenn dort ein Bürgerkrieg herrscht und entsprechend keine Unterstützung aus dem Horasreich zu erwarten ist, gar vielleicht sogar etwas noch Schlimmeres passiert, gar diese Situation eines Krieges von einem potenziellen Heptarchen genutzt wird, um aufzusteigen, dass wir auch noch hinter uns schwarze Lande haben. Nun. Er tut ja gerade so, als hätte das Horasreich uns viel Hilfe zukommen lassen. Maraskan ist gefallen, Oron ist gefallen, Tobrien ist gefallen, jetzt bis Weheim ist alles gefallen. Ich will nicht, dass die Feinde noch mehr Chancen haben, noch mehr Land zu erobern. Zudem denke ich zu kurzfristig, dass es einen weiteren Krisenherd gibt. Genau. Ihr denkt zu kurzfristig, ihr denkt nur ans Heute und an den gestrigen Tag. Denkt an die Zukunft. Was können sie uns für Hilfe gewähren? Kyaros, würfel mal bitte Etikette, +7. Wer? Kyaros. Was dir aufgefallen ist an dem Brief, ist, dass A, die Anrede falsch ist und B, dein Name nie genannt worden ist. Das ist sehr merkwürdig. Normalerweise würde man dich mit deinem vollen Namen und mit deinem vollen Titel anschreiben. Es könnte tatsächlich... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher wegen einer Sache des Briefes. Und zwar, ob geplant war, dass dieser Brief an mich geht. Wie kommt ihr darauf? Er war sehr neutral adressiert. Einfach nur mit eurer Eminenz. Meine Eminenz ist doch gar nicht dein Name. Nein, aber es ist eine Anrede, wie man Leute von meinem Rang ansprechen kann. Ja, dann passt das ja. Ja, aber es gibt ein paar mehr Eminenzen, Boltax, das ist das Problem. Eigentlich müsste man dann seinen vollen Titel und seine ganzen Positionen und so benennen, aber das machen wir nicht.
Vielleicht hat man nicht genug Platz auf der Einladung, um alle Titel aufzuschreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber spricht man eingeweiht nicht mal euer Gnaden an? Wie gesagt, es war nicht einmal mein Name darauf vermerkt, nur eine Einladung. Sehr neutral gehalten. Wie habt ihr diese Einladung denn erhalten? Wurde sie euch persönlich übergeben oder fandet ihr sie irgendwo? Ich fand sie neben mir, als ich aufgewacht bin. Was? Wer ist denn bitte in euer Schlafzimmer eingedrungen dann? Nun, ich denke schon, dass es hier unsichtbare Diener gibt. Was? Das ist ja furchtbar. Dies ist nicht unsere Villa. Aber das ist doch ein Sicherheitsproblem. Rafim, gerade von euch hätte ich erwartet, dass ihr nicht möchtet, dass jemand in Kiaras Schlafzimmer eindringt, ohne dass er es bemerkt. Ja, dann sollten wir nicht in der Villa von fremden Leuten wohnen. Natürlich sind hier irgendwo Geheimgänge. Was soll ich denn dagegen machen? Das ist ja verrückt. Ich könnte mir einmal das Fundament der Villa angucken, um zu schauen, ob hier irgendwelche Geheimgänge sind. Außerdem, wir sind auch viel zu wenig Leute. Wir haben ja nicht mal irgendwie ein paar Wachrotationen oder so gehabt. Bei mich das nicht, dass sie sich hier reinschleichen. Wir waren wohl tatsächlich etwas naiv. Gehen wir davon aus, dass dieser Brief nicht für uns bestimmt ist und auf merkwürdigen Wegen zu uns gelangte. Was gedenken wir mit dieser Einladung zu tun? Nehmen wir sie an? Wenn ihr mir mal sagt, was die Hodoras-Loge ist, dann kann ich euch auch sagen, was wir da machen sollten. Nun, viele der Bedenken sind, denke ich, dadurch auch erklärt, dass es halt ein eher geheimer Bund ist, würde ich behaupten. Nicht eine der offensten Organisationen. Von daher bin ich auch nicht allzu besorgt, dass sie versuchen, Geheimhaltung zu wahren. Nun, es ist nicht viel anders als zu Hause. Also, wenn ihr jetzt denkt, dass dieser Brief gar nicht an euch interessiert ist, wenn er nicht an mich interessiert wäre, dann wäre er nicht neben mir aufgetaucht. Ich würde sagen, das ist eine gute Gelegenheit, um gratis Bier zu trinken. Wir sollten sehr vorsichtig sein auf diesem Parkett. Nichts ist so, wie es scheint, und alles, was gesagt wird, ist Lüge. Ja, keine Sorge, ihr habt einen Elf, der hat große Ohren, der hört alles besonders gut und einen Zwerg mit sehr scharfen Augen. Ihr versteht mich nicht, was ich sage. Alles, was sie sagen, hat eine doppelte Bedeutung. Oder gar keine. Ich weiß, so wie das, was ihr mir in Aranien erklärt habt, mit halte deine Freunde näher, aber halte deine Freunde noch näher. So? In der Tat, ihr lernt schnell für ein Zwerg. Scheint mir bei euch Menschen oft so zu sein. Ihr sagt manchmal Dinge, bei denen ihr zwei Sachen gleichzeitig meint, aber ihr legt keinen zweiten Klang hinein. Das ist sehr schwer zu verstehen. Vor allem Horase sind dafür bekannt, dass sie Körpersprache und Gesten und allerhand Sachen benutzen, um nicht nur eine, sondern gar zwei oder drei Sachen gleichzeitig zu sagen. Und es ist oftmals schwierig zu erkennen, was daran überhaupt das Gesagte ist, und selbst darin liegen versteckte Botschaften. Seid ihr mit der Fächersprache vertraut? Was soll denn das jetzt schon? Ich habe davon gehört, aber niemals die Gelegenheit gehabt, das zu studieren. Nun, je nachdem, wie eine Dame ihren Fächer hält, ist es ein geheimer Code, so wie Atak, um dem Gegenüberliegenden etwas mitzuteilen oder nicht mitzuteilen. Ja, Attack trifft das ganz gut. Ich kenne zumindest die Haltung dafür, wenn eine Dame in Ruhe gelassen werden will und wenn sie jemanden einlädt, mit einem zu sprechen. Und wenn sie einen einlädt, dann sagt sie, hallo, ich bin so und so. Nicht wahr? Nein. Definitiv nicht. Oh ja, macht das aber auch kompliziert. Ja, das klingt nicht so, als ob ich mich dort wohlfühlen würde. Ach, ihr werdet mir sicher, es ist interessant. Außerdem, ihr seht doch Rabemir, er scheint sich sehr darüber zu freuen. Für Gründe, die ich nicht verstehe. Nun ja, freuen trifft es nicht ganz. Es betrifft meine Vergangenheit. Und er läuft doch auch mit uns überall hin, dann können wir sicherlich auch mit ihm auf diesem
mit diesem Ball spielen halt. Aber mir freut ihr euch denn nicht? Jetzt wurdet ihr mal auf einen der richtigen Bälle eingeladen. Ich habe diese Vergangenheit hinter mir gelassen. Ja, aber offensichtlich hat die Vergangenheit euch noch nicht hinter sich gelassen. Das ist nicht mein Problem. Naja, gut. Also gehen wir jetzt dahin oder nicht? Doch. Also, wirklich? Müssen wir? Nun, wir müssen nicht, aber ich habe definitiv vor, dorthin zu gehen. Ich habe es euch nur gesagt, um, nun, falls einer von euch mich begleiten möchte. Vor allem Abel, mir denke ich, für dich könnte es von Interesse sein, da ich denke, es auch mit deiner Heimat betrifft. Nun, also wenn ihr mich dabei haben müsst, dann werde ich wohl mitkommen, aber ansonsten denke ich, werde ich die nächste Zeit in der Akademie und vielleicht im Hinsindeltempel noch verbringen. Dort kann man mir vielleicht auch noch etwas weiterhelfen. Vielleicht es wird ein definitiv ein Abend, denke ich, für sehr hohe Gesellschaft und es wird ein Maskenball, von daher es wird wahrscheinlich besser sein, wenn weniger von uns gehen. Und wenn, sollt ihr etwas mit eurer Frisur tun? An wen war das jetzt gerichtet? An euch beide. Oh ja, ich habe diese wunderbaren Bartfrisuren aus Aradien ja noch gar nicht ausprobieren können. Haha, da freue ich mich richtig drauf. Ja, und dann flechte ich vielleicht ein paar Edelsteine ein. Ach, das wird fantastisch aussehen. Ja. Ich denke, unter den gegebenen Umständen werde ich dann wohl darauf verzichten. Habt ihr Angst? Aber mir seid nicht albern. Es erscheint mir seltsam für euch, dass ihr Angst davor habt, euch die Haare zusammenzustecken. Ich auch, und ich kann dir auch ganz schöne Steine in die Haare flechten, wenn du magst. Nun, ich denke, sie hat eher Angst, sich zu blamieren. Ich denke, es vielleicht wäre es wirklich besser, wenn, also am besten, wenn ich, Abelmir und vielleicht Boltax gehen. Allerdings, Boltax, müssten wir dann noch einiges an Etikette mit dir lernen, damit du weißt, was du nicht sagen solltest. Ja, natürlich. Ich werde nicht über schwierige Themen sprechen. Ich werde das Bier wertschätzen. Aber ich denke, du kannst definitiv für uns als Ablenkung sorgen, damit wir das kann ich gut. Mehr herausfinden können. Ja, das mache ich sehr gern. Ich würde gern die ganze Gruppe dabei haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Ja, ein Maskenball, dachte ich. Nun ja, ein Maskenball vordergründig, zu dem wir nicht eingeladen wurden. Es könnte eine Falle sein. Ja, dann ist es natürlich eine ganz großartige Idee, wenn wir alle hingehen. Ja, weil meine Logik ist bestechend. Um uns zu verteidigen. Sobald wir diesen Ball nehmen, schnappt er nach uns oder wie? Ich weiß nicht, was uns dort erwartet, aber ich halte es nicht für gut, nur zu dritt dort aufzutauchen. Ich bin auf jeden Fall mit dir. Mendarion, du hast immer noch nicht so ganz verstanden, worum es geht, richtig? Bitte, Mendarion, greift nicht nach den Bällen, egal welchen. Offensichtlich will er mit einem Ball spielen. Ein Ball ist so eine Art Sippenversammlung, bloß mit anderen Sippen. Wo man tanzt. Warum nennt ihr es denn Ball? Nichts so als andere. Das weiß ich tatsächlich auch nicht, warum es Ball heißt. Das heißt einfach Ball. Es klingt nach einer furchtbaren Zeitverschwendung. Vielleicht hatte ursprünglich mal jemand beim ersten Ball einen Ball dabei. Und weil man noch kein Wort hatte, hat man es dann Ball genannt. Ich würde tatsächlich dagegen sein, dass wir alle hingehen, denn zumindest plane ich nicht darauf, dass wir Rafim spezielle Künste brauchen werden. Bring dich wohl um, so ist nicht. Genau davon gehe ich aus, dass es nicht unbedingt darum gehen soll. Ich halte es für eine schlechte Idee, unsere Gruppe zu teilen. Aber ja, wenn ihr das wünscht. Ich stimme halt zu. Also geteilt ist man schwächer. Die Frage, was ihr da wollt, also wenn ihr da nur mit irgendwelchen Leuten quatschen wollt und da werde ich wenig hilfreich sein. Wenn ihr nicht glaubt, dass ihr da in Gefahr seid, brauche ich auch nicht mitkommen. Das wissen wir halt nicht.